Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Child's Play von Lars Klevberg. Wieder so ein Remake, wieder ein Film aus den 80er Jahren. Denken wir jetzt, ist das wieder nur eine Neuauflage, die eigentlich zu nichts führt? Nein. Child's Play interpretiert die Geschichte von der sich selbstständig machenden, sprechenden Puppe Chucky neu. Tom Hollands Film Chucky die Mörderpuppe von 1988 ist ein sehr bekannter Horrorfilm, aber kein sehr guter. Die Puppe kennt natürlich jeder, aber die Bekanntheit des Films, die ist eigentlich ungerechtfertigt. Es ist ein ziemlich mieser Film. Da gibt es diesen Voodoo-Zauber, mit dem wurde die Puppe verhext und nun treibt sie ihr Unwesen. Diese irrationale Begründung, dieser krude Animismus haben schon damals, wirft man einen Blick in die damaligen Filmkritiken, wenige überzeugt. Auch sonst ist die Geschichte um die alleinerziehende Mutter, die von ihrem letzten Geld ihrem Sohn die sprechende Puppe kauft und dann schenkt, stümperhaft erzählt und hemdsärmlich inszeniert. Immerhin eine Kerneigenschaft des Horrorfilms ist faszinierend. Etwas Harmloses erscheint plötzlich als etwas Bedrohliches. Ob Puppen, Telefone oder Kleiderschränke, meist geht es im Horrorfilm darum, dass unsere alltägliche Umgebung auf einmal als unheimlich erscheint. Ein harmloses Spielzeug wird dann eben zur Mörderpuppe. Indem das Original diesen Effekt aber mit okkulter Magie auflädt, wird das eigentliche Unbehagen sofort kanalisiert. Wir können uns als Zuschauer zurücklehnen und sagen, ach ja, wer glaubt schon an solch ein schwachsinniges Zeug? Das ist in Child's Play nun völlig anders. Denn dieser Film reagiert auf die Digitalisierung. Der junge Andy bekommt von seiner Mutter eine Puppe geschenkt, die mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet ist. Chucky kann sprechen, ist bedingt lernfähig. Chucky kann aber auch elektronische Geräte in der Wohnung steuern und dank einer speziellen Software das Gesicht seines Gegenübers erkennen. Kurz gesagt, wofür man früher noch Voodoo-Zauber brauchte, das schafft man heute mit neuester Technik. Da es sich jedoch um ein Kinderspielzeug handelt, sind die Möglichkeiten bei dieser Puppe eigentlich arg limitiert. Was Chucky kann, ist keineswegs Science Fiction, sondern leider bereits Realität in vielen Kinderzimmern. Und denken wir nicht nur an die Puppen, die alles Mögliche können, denken wir eben auch an die Spielkonsolen, die immer mithören, die immer mitfilmen, denken wir an Alexa und viele andere Gadgets. Chucky ist das Produkt eines Großkonzerns. In suggestiven Werbespots wird die neue Technik gepriesen und vieles kommt uns da sehr bekannt vor. Doch eine Manipulation hat dafür gesorgt, dass sich Buddy, so heißt die Puppe des Konzerns eigentlich, in die Mörderpuppe Chucky verwandelt. Nach und nach wird die Puppe die Familie tyrannisieren. Erst ist sie noch Andys treuer Freund, durch den sich Andy nicht mehr alleine fühlt und nun hat er auch mehr Spielkameraden, weil die Spielkameraden natürlich von dieser Puppe irgendwie angetan sind. Das Problem, das der Film dann verhandelt, ist, dass künstliche Intelligenzen ja eigentlich sehr dumm sind. Insofern sie Probleme haben, das Gesagte vom Gemeinten zu unterscheiden. Ein Beispiel. Nun, wenn ich sage, ich könnte ihn umbringen, dann bedeutet das in aller Regel natürlich nicht, dass ich wirklich vorhabe, jemanden umzubringen, sondern das ist eine Äußerung aus dem Affekt heraus und ein Mitmensch wüsste das sofort einzuordnen und würde nicht gleich die Polizei rufen. Die Puppe aber, eine künstliche Intelligenz, kann das nicht so unterscheiden und glaubt tatsächlich, dass ich jemanden umbringen will. Das ist ein Grundproblem von künstlichen Intelligenzen, das der Film aufgreift. Wir erleben ja derzeit überall, denken wir nur an die geplanten Upload-Filter, dass Computerprogramme die menschliche Kommunikation schlecht verstehen, dass sie auch für Ironie eigentlich blind sind. Die Ambivalenzen der menschlichen Kommunikation können auf Binarität aufgebaute Programme einfach nicht verstehen. Darüber hinaus zeigt uns Child's Play, dass wir Konsumenten mehr und mehr unsere Souveränität verlieren. Wir geben sie ab an diese Gegenstände und letztlich dann auch an die Großkonzerne. Das ist etwas ganz anderes, als wenn wir es noch mit analogen Dingen zu tun haben. Wenn ich beispielsweise ein Buch kaufe, dann gehört es mir, dann kann ich es so oft lesen, wie ich will, ich kann es anmalen, ich kann es zerreißen, ich kann es verschenken, verleihen, was auch immer. Das kann ich zum Beispiel mit einem E-Book schon nicht mehr.
Wir müssen nicht den Konsum vergangener Tage verherrlichen, aber einen bedeutenden Unterschied gibt es. Mit dem Kauf eines Produkts haben wir früher das Produkt aus dem Wirtschaftskreislauf hinausgerissen und es uns angeeignet. Das bedeutete Unabhängigkeit. Der Besitz eines Produkts bedeutete, dass wir über es frei verfügen konnten. Das ändert sich nun aber fundamental. Denn immer mehr Produkte sind so konzipiert, dass sie uns nie ganz gehören, sondern dass wir durch die Produkte, die wir erwerben, stets mit dem Konzern, der sie herstellt oder vertreibt, verbunden sind. In gewisser Weise gehören wir heute durch den Kauf eines Produkts eher dem Konzern, weil wir von ihm und seiner Konzernpolitik abhängig sind. Die Smart Home Technologie zum Beispiel sorgt dafür, dass wir stets auf den Konzern angewiesen sind, wenn wir wollen, dass unser Haus weiterhin beheizt ist, wenn wir wollen, dass die Jalousien funktionieren, dass das Radio angeht. Was als praktisch erscheint, bedeutet auch die totale Bindung an den Konzern. In seiner lesenswerten Novelle »Wie man einen Toaster überlistet« geht Cory Doctorow auf dieses Dilemma ein. In der Geschichte, die er erzählt, sind alle Sozialwohnungen mit einem Toaster ausgestattet, mit dem nur das Brot getoastet werden kann, das nach den Vorgaben des Konzerns gebacken wurde. Also nur autorisiertes Brot. Und man kann sich natürlich denken, die Bäcker, wollen sie weiterhin Brot verkaufen, sind gezwungen, dem Konzern eine Lizenzgebühr zu zahlen. Das Brot wird so teuer, dass die Mieter der Sozialwohnungen können zwar billigeres Brot kaufen, aber sie können es dann eben nicht mehr toasten, weil der Toaster sofort erkennt, dass das nicht ein autorisiertes Brot ist. Der Toaster funktioniert im Prinzip wie Chucky. Gespielt bzw. gebacken wird nach den Regeln des Konzerns, der über die Software und das Urheberrecht verfügt. Die künftigen Kämpfe, die wir erleben werden, werden Kämpfe um das Urheberrecht sein. Was wir gerade mit den Upload-Filtern erleben, ist erst der Anfang. Denn wir können sehen, dass diese moderne kapitalistische Welt sich radikal wandelt. Es geht weg von dem Kauf eines Produkts, das dann in unseren Besitz übergeht. Es geht hin zu einer Welt, wo wir permanent Abonnenten werden. Nicht nur von Streaming-Diensten, sondern eben auch von den Anbietern, die Toaster herstellen, Eierkocher oder was auch immer, Spülmaschinen, Waschmaschinen. Das Smart Home mit intelligenten Thermostaten und Kühlschränken ist unser realer Horrorfilm. Stellen wir uns nur einmal vor, ein Konzern kommt auf die Idee, ein Diätprogramm aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil es eine Kooperation mit einer Versicherungsgesellschaft gibt, den Menschen aufzuoktroyieren, die einen solchen intelligenten Kühlschrank besitzen. Und der öffnet sich dann für uns einfach nicht mehr, sagen wir, ab 21 Uhr, weil man danach einfach zu viel Fett ansetzt, wenn man dann noch isst. Horrorfilme handeln in der Regel vom Souveränitätsverlust von Menschen. So ist es auch in Child's Play und deswegen ist dieser Film gut verankert in der Digitalisierung. Zwar kämpfen Andy und seine Freunde dann auch gegen diese Puppe an, aber der Film vertut die Chance. Er verschenkt die eigentliche Möglichkeit, die die Plotkonstruktion hergibt. Das ist sicherlich auch ein Genreproblem. Der Horrorfilm deckt zwar das im Untergrund Wabernde oft auf, in unserem Fall die Macht dieses Digitalkonzerns, doch das Genre neigt in der Regel nicht zu konstruktiven Lösungen, sondern es muss dann doch brachiale Gewalt herrschen, Splatter-Effekte und all das erleben wir natürlich auch in diesem Film. In Doctorows Novelle, die dem Science-Fiction-Genre angehört, ist die Protagonistin eine Programmiererin, die sich in das System hackt, um die Toaster und auch die anderen Geräte umzuprogrammieren. Sie sagt an einer Stelle ganz deutlich, worum es geht. Die Herrschaft über die Geräte in der Umgebung übernehmen, die sonst von fernen und gesichtslosen Kräften eingesetzt werden, um sie zu beherrschen. Diese Art der Beherrschung findet aber in
unserem Film nicht statt. In Child's Play wird am Ende wild auf die KI eingeschlagen, anstatt den Versuch zu unternehmen, die Software zu verändern. Das machen nur die Bösewichte einmal, und wir müssen noch einmal an den Anfang des Films springen, nämlich warum ist diese Puppe eigentlich außer Rand und Band geraten? Dahinter steckt nämlich nicht der Konzern, sondern ein Arbeiter in Vietnam, der zu widrigen Bedingungen diese Puppe herstellen muss für den Konzern. Er wird entlassen und nun programmiert er aus Rache diese Puppe um. Diese Racheaktion ist im Film nur eine Pointe, die der Film aber dann verschenkt. Indem der Arbeiter die Puppe anders programmiert, zeigt er nämlich zugleich einen Ausweg aus unserer Misere auf. Was, wenn heute die Programmierer die wahren Revolutionäre sind, die den Code, der unsere Herrschaftsverhältnisse zementiert, verändern können? Dabei können die KIs ja eine Chance sein. Waren, also Objekte selbst, können jetzt, programmiert man sie nur anders, sagen wir sozialer, so etwas wie revolutionäre Subjekte werden, die selbst rebellieren, die auf die Barrikaden gehen. Ein Aufstand der Objekte quasi. Damit wären wir wieder beim Horrorfilm, denn im Horrorfilm geht es sehr oft darum, dass Objekte zu Subjekten werden. Stellen wir uns etwas vor. Nun nehmen wir die E-Roller. E-Roller fahren uns plötzlich, programmiert man sie um, nicht mehr brav zur Arbeit, sondern zu einer wichtigen Demonstration, an der wir teilnehmen sollen. In Child's Play ist der Kampf gegen Chucky zwar wirksam, aber zugleich hilflos und symptomatisch für viele soziale Bewegungen der Zeit. Denn sie ignorieren entweder das Digitale oder aber sie kämpfen gegen Digitalkonzerne nur mit althergebrachten Mitteln. Dabei, das zeigt uns dieser Arbeiter im Film, ginge es auch anders. Das heißt, wir müssen Programmierer werden, letztlich auch, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen.